weiteres großes Thema sind die beliebtesten Artikel. Grundsätzlich finde ich die Idee klasse, die eBay da hatte. Man führt ein Ranking nach beliebtesten Artikeln ein, hat das, was bei Amazon relativ gut funktioniert, dass die Leute relativ zügig auf die Artikel stoßen, die sie wirklich interessieren. Niemand hat was davon, zum Beispiel bei dem iPod, nur Ladegeräte dafür oder Ähnliches zu finden, wenn er das Gerät selber sucht. eBay hat da einen relativ komplizierten Algorithmus eingeführt, um eben da ein besseres Kauferleben hinzukriegen. Ist eine schöne Idee, ist nicht alles so richtig gut ausgeführt, muss ich dazu sagen. Das eine ist die Manipulationsmöglichkeit. Einige der sonst relativ zurückhaltend bekannt gegebenen Kriterien, also werden zum Beispiel vorsehen, dass man in Zukunft bei Angeboten, die zwar relativ oft angeklickt werden, aber relativ selten gekauft werden, die werden runtergestuft werden. Der Hintergrund ist einfach, wenn jemand erst in der Artikelbeschreibung sieht, dass das nicht der Artikel war, für den er sich interessiert hat, aber von relativ vielen Leuten dahin gelockt worden ist, die Artikelbeschreibung, dann ist das kein schönes Kauferlebnis. Viele Leute haben sich was angesehen, haben gemerkt, nee, das ist gar nicht das, was ich wollte, dann ist das natürlich kein beliebter Artikel. Gut, dass man die eigentlich abstuft. Das kleine Problem ist, man kann damit natürlich dann auch die Angebote der Mitbewerber manipulieren, indem man nämlich genau sich die Angebote der Mitbewerber anschaut, da aber nichts kauft. Dann sieht eBay, oh, da sind ganz viele Views drauf, aber niemand hat das Ding gekauft, offensichtlich stimmt mit dem Angebot was nicht. Und schön abgestuft und weg damit. Tschüss Mitbewerber. Da auch noch ein kleiner Tipp aus der Praxis. Diese beliebteste Artikelsortierung, die zählt ja ausschließlich für Shop- und Festpreisangebote. Wenn es in Ihr Konzept auch nur einigermaßen passt, dann machen Sie doch nicht nur Festpreisangebote und Shop-Angebote, sondern auch Auktionen. Und auch nicht unbedingt Auktionen ab 1 Euro, die können Sie ja einen relativ hohen Startpreis festlegen. Der Vorteil von Auktionen ist, dass die unter die normalen Festpreisangebote gemischt werden, und zwar natürlich nicht nach Beliebtheit, wie wir immer bei einer Auktion die Beliebtheit feststellen, sondern da wird es eben nach Zeitablauf gemacht, sprich egal, wie unbeliebt vielleicht Ihre Artikel sonst sind, bei den Auktionen tauchen sie früher oder später auf. Wir haben auf Wortfilter.de ein Tool veröffentlicht. Es ist für Sie ja relativ mühsam, wenn Sie mal ermitteln wollen, wo steht denn Ihr Artikel? Ist Ihr Artikel unter den beliebtesten Artikeln? Dann können Sie bei dem Tool einfach die Artikelnummer eingeben. Finden Sie über meine Toolübersicht. Geben Sie einfach die Artikelnummer ein und bekommen dann als Ausgabe, wo steht Ihr Angebot gerade bei eBay. Sehr schönes Tool, erspart Ihnen viel Arbeit, denn wenn Ihr Angebot erst auf Seite 17 steht, dann müssen Sie eben auch 17 Mal geblättert haben, bis Sie die Seite 17 gefunden haben. Vielleicht haben Sie Ihr Angebot vorher übersehen und klicken weiter. Also es ist sehr mühsam, das selber zu machen. Das nimmt Ihnen das Tool ab, Sie geben die Artikelnummer ein und erfahren sofort, wo ist Ihr Angebot bei eBay zu finden. Also entweder in der Kategorie oder in Suchergebnislisten. Das, was jetzt kommt, ist relativ neu. Ich weiß es erst seit gestern Abend und habe es eben erst in den Vortrag eingebaut. Ich habe mal einen Artikel untersucht, Artikel hier, das ist ein noch immer laufendes Angebot, also das ist so ein echte Daten, die Sie überprüfen können, wenn einer sich Artikelnummer abschreiben will. Das ist ein Artikel, der in der Kategorie Audio Hi-Fi PA-Systeme, Beschallung, PA-Verstärker und Endstufen Omnitronic eingestellt ist. Und den kann man sich mit verschiedenen Bausätzen angucken. Und siehe da, beliebteste Artikel hängt nicht nur von den verschiedenen Faktoren ab, die der Verkäufer ein bisschen beeinflussen könnte, sondern auch davon, was für einen Browser der Käufer verwendet. Und das ist natürlich Schwachsinn hoch 10, dass Sie mit dem Internet Explorer 6 den Artikel auf Platz 13 sehen, mit dem Internet Explorer 7 aber erst auf Platz 357, mit IR 8 aber wieder auf Platz 13. Mit Opera 964 auch auf dem 13. Platz, mit Firefox auf dem 357. Platz. Was? Das macht natürlich alles wunderbar. Das ist ja eine geile Idee von eBay, beliebteste Artikel danach zu sortieren, welchen Browser der Nutzer verwendet. Also das macht richtig Spaß, können Sie aber wirklich überprüfen, also wenn Sie die verschiedenen Browser installiert haben, machen Sie es den Spaß und suchen danach. Unser Tool übrigens sieht diesen Artikel auf Platz 13, weil unser Tool eben auch einen direkten HTTP-Zugriff macht, ohne Browserkennung. Deswegen stimmt unser Tool jetzt nur noch bedingt. Ich konnte nicht wissen, dass da eBay auch noch verschiedene Browser mitgewichtet, was eben in meinen Augen völliger idiotischer Schwachsinn ist. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Ist natürlich eine Katastrophe, also das macht natürlich das ganze Konzept, dieser eigentlich tolle Konzept, dieser beliebtesten Artikel, für das völlig ad absurdum. Weil welchen Einfluss soll das haben, ob einer Internet Explorer 7 installiert hat oder nicht? Also ich, manchmal verstehe ich es nicht.